Moin Leute, herzlich willkommen zu einem Giga, Biga, Bogga, Mega Box Opening. Wirklich, Ewigkeit ist es wirklich her. Ich habe ein Giga, also was ist Giga? Ein großes, relativ großes Box Opening. Und, ja, hab noch Revel Orbs übrig. Hab die Level 100er Kapsel übrig. Und hier so diese Level 101er Kapsel. Woo! Fangen wir erstmal mit der an. Werden halt eh nur Champion sein im Endeffekt. Aber einfach um euch zu zeigen, was für eine Value drin war. Oh, ich glaube, das ist eigentlich ziemlich interessant. Oh, der Wardskin ist nice. Damn. Ich wusste nicht, dass ich einen Wardskin kriege. Also ich habe bekommen eine Value, was war das jetzt hier? 630, 1200 und 270. Also, pff, oh. Ja, knappe 2000 plus Luessenzen. Ist jetzt halt nicht insane, würde ich jetzt mal behaupten an sich. Was ist das hier gerade? Eine scheiß Musik, ey. Überlege ich ja gerade echt, die ganze Musik auszumachen. Ja, what the fuck. So. Ja, ich mache erstmal 11 Boxen auf, dann mache ich die 2 Revel Orbs, dann mache ich die restlichen Boxen und dann wieder die letzten 2 Revel Orbs und schauen wir mal, was ich hier alles habe. Erstmal das nach Value gehen. Erstmal Open sehen. Let's go! Quinn! Nice! Champion brauche ich ganz besonders mit den Level-Kapseln, weil nicht genug davon. Oh! Premium! Really? Jetzt euer Ernst? Endlich mal was ich wahrscheinlich nicht habe auch und tatsächlich zu gebrauchen ist. Aber was sollten jetzt die 4 Champion? Bull Party Renekton, sehr geiler Skin. Renekton leider in der Phase, ne? Zur Zeit im Game, obwohl er ein bisschen gebufft wurde, aber. Kenner MD, früher mein Lieblingsskin für den Kennen. Als es nur die verschiedenen Farben gab, den und ja, ich glaube, das war's sogar. Das kam dann raus, das war ziemlich nice. Dryad Soraka, woo! Woo! Das sind alles richtige Kackskins. Die können wir alle redrollen. Das sind alles so 400er, 500er Skins oder sowas. Definitiv weg damit. Und Much Love Emote. Ich glaube, ich mache aber diesmal die jeweils einzeln. So, warte mal. Erstmal noch eine. Noch eine. Wo ist die denn, die bei? Habe ich auch nicht. Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. So. Zwei Boxen. Zwei Orbs jetzt. Pentakill Kale. Das ist schon die zweite, die ich. Ah, shit. Come on! Pirate Rise. Übrigens, ich habe schon 12 Gemstones fertig. Aber keinen von den Skins will ich wirklich haben. Falls Darius. Er ist ja jetzt gebufft worden. Er ist einigermaßen okay. Aber ich finde den Skin jetzt an sich nicht ultra super duper geil. Deswegen warte ich und schau mal, was. Was noch so rauskommen wird an einem Hackstack-Skin. Und spare mir sie einfach auf. Von den Dingern brauche ich nicht wirklich was. Ja. Den Riven-Skin habe ich mir von diesen einem hier gekauft. Von den goldenen Teilen, Tokens. So, weiter geht's. 11 von denen. Wir gehen sie einzeln durch jetzt. Captain Volibear am Start. Ei, ei. Was ist denn das für ein Skin? 750er-Skin. Oh, Gemstone. Nummer 13. Yes, sir. Schauen wir mal, noch einen Gemstone kriegen. Würde ich mich sehen. Einfach Gemstone farmen. Ich will einfach so viele Gemstone. Oh, noch eine Box. Nehme ich auch. Und Riven. Riven. Na, sicher Riven. Bis am Start. Demolisher Nunu. Scheiße, ich krieg echt low. Ah, ne, das ist ein 900, das Skin tatsächlich. Cup Bright. Krass, dass sogar dieser Skin jetzt sogar Legacy-Skin war. Hätte ich echt nicht gedacht. Champions sind einfach das madigste, was ich gerade bekommen kann. Also Skins, also Champions an sich sind wirklich sehr madig. Aber ziemlich viel zum Rerollen, das ist cool.
Weil ich glaube, über Rewards kriegen wir jetzt die meisten. Ich würde halt gerne Legendaries haben, die ich extracten kann. Damit ich mir neue... Ich werde die 1300 auf jeden Fall extracten. Weil das ist am meisten wert. Und die anderen werde ich rerollen. Count Vladimir? Was war der überhaupt? Ist das der zweite Skin gewesen? Ah ja, das war der zweite. Ja, okay, ja. Ja, gut. Und Ghost Bright Morgana. Wie viele Boxen haben wir? Drei? Zwei Boxen, oh shit. Dragonwing Cork? Alter, war das nicht ein guter? Krass, ich dachte. Hä? Ich dachte, diese Festival-Skins sind immer 1800 das Skins. Anscheinend doch nicht, ey. Scheiße. Und die letzte Box. Frostfire Annie. Warte, ich mache jetzt noch kurz die Orbs auf. Und dann disenchant ich erstmal die ganzen hier. Die Orbs sind ja richtig schwach an sich. Irgendwie, also die. Refill Orb. Oh, ich habe noch mal eine bekommen. Gerade als ich sage, kriege ich den. Ich glaube, den habe ich sogar nicht. Habe ich doch. Natürlich. Und sogar noch eine. Woo! Perfekt, die letzte Orb, Alter. Und Dragon Slayer sind sau. Damn. Das war nochmal schicke letzte Orbs. Kann ich noch mit 20 Dingern irgendwas machen? Theoretisch Key-Fragmente oder sowas später. Papalapap. So, erstmal die Dinger ganzen enchanten. Warte, ich hasse das, wenn das so... So, so ist besser. Ich disenchante erstmal die ganzen Teile. Mal gucken, wie viele Essenzen ich rausbekomme. Außer die, da wo ich vielleicht ein Upgrade kriegen könnte. Kann man sie ein bisschen... Ich meine, ist jetzt nicht so wichtig. Ich disenchante mal alle. Zweimal sogar diesen awesome Skill Champion à la Tryndamere. Woo! Ah, oh, knapp 6000 von den Dingen habe ich gemacht jetzt. Essenzen. So. Erstmal die 1300er und höher disenchanten. Der ist weg. Tatsächlich zwei von denen bekommen. Warte mal. Achso, man kann die nur. Lol, man kann die sich renteln. Achso, ja. Nevermind. Den disenchante ich einmal. Den disenchante ich auch einmal. Sonst hier noch was, was ich habe? Ich habe echt viele zum Aktivieren, muss ich sagen. Holy shit. 1300er? Ne. So, jetzt fangen die Kackdinger an, die ich einfach mal rerolle. Zack, zack. Und jetzt, hier kommen immer die geilen Skins, weil die ich habe, die habe ich meistens noch nicht. Okay, Pentakill, Kale, damit ist sie raus. Und jetzt kann ich sogar, glaube ich, fast zwei wieder upgraden. Dragon Mask, das ist doch der neue! Den habe ich gerade im Shop gesehen. Yes, also ich spiele nicht Swain, aber ist geil, dass ich den bekommen habe. Lul. Premium. Sehr geil. Feier ich. SKTT1 Lee Singer. Reroll. Auf die Beat. Nice. Ich krieg die Sachen, die ich jetzt hier schon sogar habe. Scheiß, die Wand an. Vielleicht sollte ich die anderen auch rerollen. Aber erstmal lieber nicht. Falls ich sie nicht bekomme, kann ich sie halt wirklich aktivieren. Elderwood Hecarim. Falls Hecarim top mal wieder viable sein sollte, weiß ich Bescheid. Scheiße, mir fehlt ein Skin. Nee, das nervt mich jetzt. Das kann ich so nicht akzeptieren. Wir machen nochmal 5 auf. Damit ich wenigstens noch ein paar Skins kriege, die ich rerollen kann. Auf! Nein, ich will keine Wards. Gib mir Skins. Oh, den weiß ich gar nicht, ob ich den habe. Ah, habe ich. Aber den will ich halt... Ah, come on, ich will noch ein Scheiß-Skin. Komm schon! Oh, aber es ist auch 1300 da. Gib mir einen Kack-Skin! Gemstone? Oh, den kann ich auch aktivieren. Ich will noch rerollen. Nein, ich habe mein Limit erreicht.
no. Ich will einfach den 1300ern, oder was? Ich will nochmal hier was bekommen. Komm schon, gib mir irgendwas Gutes. Noch eine Box! Scheiße, jetzt! Jebaited! Oh, Putipal, der ist geil. Den wollte ich schon immer haben. Hier noch, guck hier, Disenchanten. Jetzt krieg ich noch eine Box, weißt du? Junge, dieses Lied ist ein Glücksbringerlied. Nochmal hier Disenchanten. So, wir aktivieren. Jetzt die Frage, was aktiviere ich? Welchen von diesen Champion ist es am wahrscheinlichsten, dass ich noch spiele? Braum. Ich denke, wahrscheinlich, wenn ich Support spielen müsste oder sowas. Definitiv Braum. Das ist Syndra. Graves, Nunu eher nicht so. Karma vielleicht. Karma eventuell. Xayah eher nicht. Syrah eher nicht. Caitlyn eher nicht. Rek'Sai eher nicht. Und zu viele Games. Syndra könnte halt auch wahrscheinlich sein. Nehmen wir die hier. So. Nice, jetzt kann ich keins mehr aktivieren, aber egal. Hier noch 10 Stück zum Aktivieren. Das heißt, über 10.000 von den goldenen Essenzen brauche ich, auf den orangenen Essenzen. Goddammit. Es ist schade, dass man nicht mehr sieht, wie viele Skins man hat. Ah doch, sieht man wieder. 740 total Skins. Ja, geil, ey. Wirklich sehr geil. Nice, nice, nice. Das habe ich alles in 2018 freigeschaltet, Alter. Holy shit. Acquired in 2017. Huh. Eieiei, 2016? Warte mal, 2014 oder so hat wahrscheinlich das meiste, weil da wurde mir alles freigeschaltet. Jo, hier. 2013 ist einfach das meiste, weil mir einfach alles freigeschaltet wurde. Guckt's euch an. 2012 auch. So viele Skins, ey. Holy shit. Holy shit. So. Relativ wenig Ultimate-Skins eigentlich noch. Mir fehlen ein paar von den Ultimate-Elementalist. Und DJ Sona. Von denen fehlen mir halt alle Hextech-Dinger. Ist okay. Da werde ich mir aber irgendwann auch holen müssen, ne? Oder? Außer ich farm die halt so hoch. Welche Legendaries fehlen mir? Der Nightbringer, achso, den wollte ich mir sowieso kaufen. Star Guardian Ari. So, und das sind die Epics. Oh, da fehlen mir echt viele sogar. Okay, das sind aber alles relative Standard-Skins. Ein paar davon habe ich halt auch. Lol, Macho Mundo. Okay, so Leute, das war's. Ich hoffe, das Giga, Mega, Dupa, Super, Dupa, Gaga, Buddha, Opening hat euch gefallen. Ich habe jetzt 25, ein bisschen mehr mit denen, die ich bekomme, 25 Boxen bekommen. 2 Gemstones, gute Skins, 2 Legendaries, wenn ich mich nicht irre. Viele freigeschaltete Skins, die auch cool sind. Ein paar, die ich so aktivieren kann noch. Ja. Ich denke, war ein erfolgreiches Opening. Hab jetzt zwar halt ein bisschen RP reingeballert dafür, aber ich denke, die Value war okay. Ja, Evo ist egal, aber einfach nur die Skins Collection aufzubauen. Dankeschön fürs Einschalten. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Box-Openings und viel Glück vor allem, wenn ihr irgendwas macht natürlich. Ansonsten, ja, viel Glück bei euren Boxen, die ihr so euch erfarmt, über Games und so weiter. Wünsche ich natürlich auch sehr viel Spaß und Legendaries und Mystics und Gemstones und alles, was ihr wollt. Ja, macht es gut. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen. Morgen ist die King of Schmand auf Folge. Ich streame heute natürlich, während wahrscheinlich dieses Video online ist. Wie jeden Tag, wie gesagt, zur Zeit Streaming ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht. Ich hoffe, die gekannten Videos von dem Cabo, meinem neuen Cutter, gefallen euch. Ja. Wird auch eine Menge noch kommen, natürlich. Und wir sehen uns, Leute. Tschüssi. Macht es gut.